Japanoschlampen The Movie Part 3, das intergalaktische Gruselrätsel auf der scheißschauerlichen Farm. Let's go. Jetzt muss ich wieder mitsingen, es tut mir leid. Ich kann Japanoschlampen erleben, schlampige Abenteuer! Total schlampig! Japanoschlampen! Schlampig gezeichnet, schlampig animiert, total stumpfe Anime-Scheiße! Japanoschlampen! Movie! Das intergalaktische Gruselrätsel auf der scheißschauerlichen Farm. Okay, let's go! Japano-Atomkraftwerk! Oh nein, eine riesige Tsunami-Welle kommt direkt auf unser Atomkraftwerk zu! Schon wieder? Und ich hab grad erst frisch gewischt! Verkackt! Die Nachrichten. Atomkraftwerk von Tsunami zerstört. Extreme Gefahr und Verseuchung in diesem Gebiet. Hey, ist das der Zettel von letzter Woche? Nein, ist schon wieder passiert. Ich dachte, wir berichten hier über Neuigkeiten aus Japan. Lebensgefahr und Verstrahlung. Ach nein, Tsunami. Das sollte doch erst am Wochenende passieren. Also auf die Atomkraftwerk-Tsunami-Zerstörungsvorhersage kann man sich echt nicht mehr verlassen. Sieh mal, Meister Fuchs, geil. Im Fernsehen. Mysteriöse Vorfälle im Überflutungsgebiet. Ich habe bizarre Gebilde in den Fluten gesehen. Außerirdische Monster. Und ich wünsche mir das Lied I Will Always Love You von Whitney Houston. Wir sind keine Musiksendung. Außerirdische Monster? Diese tausenden armen Menschen sind verwundet und obdachlos. Und dieses niedliche Kaninchen hat seinen Bau verloren. Nun geht es weiter mit abgehalfterte Promis kochen. Mit Dynamit! Wir müssen unbedingt helfen. Komm, wir stellen Überlebenspakete zusammen. Hier das Wichtigste, viel Wasser. Sie sind in einem Überflutungsgebiet, die haben genug Wasser. Was sie wirklich brauchen, ist eine Jahrespackung Nagellackentferner. Die haben genug Wasser, was man auch sicher trinken kann. Das gehört, glaube ich, nicht in ein Überlebenspaket. Siehst du diese Finger? Ich könnte nicht überleben ohne Nagellackentferner. Oh, schön, dann kaufen wir eben noch diese Dosen mit haltbarer Nahrung. Nein, stell dir vor, du hast Hunger und dann musst du solche Brühe schlabbern. Wäre es nicht viel besser, du hättest bunte Muffinförmchen. Worauf sollen sie denn die Muffins machen? Und dann brauchen wir auch noch Duftkerzen und diese Glitzersticker und diese Perücke da. Noch nicht mehr weit zum Katastrophengebiet. Oh je, seh dir nur dieses Elend und Chaos an. Was für eine hässliche Sandburg. Ja, jetzt sollten wir aber wirklich zum Katastrophengebiet gehen. Oh, wie schrecklich. Hier ist es total verseucht. Sieh nur, da hat jemand sogar einen Geigerzähler. Wie viele Geiger sind das? 3. Jetzt hört mit der traurigen Musik auf. Ey, diese guten Doppeldeutigkeiten von Cuddy sind unschlagbar, Alter. Hat sogar jemand einen Geigerzähler? Das ist so naheliegend und trotzdem einfach so legendär, Mann. Da ist Meister Fuzzi. Hallo, Kinder. Geht's Ihnen gut? Naja, eine riesige Tsunami-Flutwelle hat mein Haus zerstört. Also nichts Besonderes. Für manche Menschen wäre das der schlimmste Tag ihres Lebens. Für mich ist es nur ein gewöhnlicher Donnerstag. Es ist Montag. Sie haben im Fernsehen was von Monstern im Wasser erzählt. Oh ja, nicht nur Menschen hat die Flut überrascht. Ich werde es euch in den Sand zeichnen. Es gibt eine Legende von Außerirdischen, die in den Wäldern hausen. Und ich glaube, ich habe ihre Leichen in den Fluten vorbeischwimmen sehen. Der Legende nach kommen sie von einem Planeten hinter dem Neptun. Pluto? Sei nicht albern, Pluto ist doch kein Planet. Es ist schon wieder voll Rick und Morty. Hä? Voll krass. Okay. Licht erreichte sie dort kaum, deshalb leben sie bei uns in der Dunkelheit und kommen nur nachts heraus. Sie kommunizieren in merkwürdigen, summenden Geräuschen. Grauenhafte Klauen als Füße. Die Menschen und nehmen ihren Platz bis zu 35 Stundenkilometer schnell sein und deshalb wird die Eisbahn die Pferdekutsche ablösen. Ja, wir gehen dann mal. Und hier ist etwas Nagellackentferner. Und eine Perücke und Glitzersticker. Oh, danke, ihr seid wahre Lebensretter. Das ist eine wirre Geschichte, ob da was Wahres dran ist. Menschen glauben, alles Mögliche im Wald gesehen zu haben. Früher waren es Einhörner, dann Bigfoot, heutzutage sind es eben Außerirdische. Ja, du hast recht, wahrscheinlich verrücktes Gerede von Hinterwäldlern. Bis dann. Ciao, Ping Pong. Pitin Pim Pam Pum. Hieß der nicht in der ersten Folge noch Wing Shing Hong?
Ciao, Wing Shing Hong Fing Shing Fong Babidi Pim Pam Pum oder so? Also das Pim Pam Pum stimmt, aber der Name war definitiv länger. Bis dann. Okay, bis morgen in der Schule. Moment mal, da ist ein Brief in meinem Postkasten. Sehr geehrte Damen und Herren, ich bekam Ihr Gespräch mit und Ihre Ungläubigkeit über die Geschehnisse. Ich habe Beweise dafür, dass in den Wäldern monströse Geschöpfe hausen. Sind Sie interessiert an der Wahrheit? Dann treffen Sie mich heute Nacht um 22 Uhr in der Mitte des Stadtparks. Ihr Ergebener anonym. P.S. Das bist du! Von wem kann das sein? Von wem? Bonjour! Dieser Brief ist von dir. Wie hast du es herausgefunden? Ich meine, ich weiß nicht, wovon du redest. Naja, erstmal ist es deine Handschrift, dein unverkennbarer Zeichenstil und auf der Rückseite hast du dich selbst und ganz viele kleine Hintern gemalt. Oh Mist, ich wusste, ich hätte die Hintern weglassen sollen. Warum schreibst du einen anonymen Brief und sprichst nicht einfach mit uns? Naja, ich wollte nicht von euch als verrückt bezeichnet werden. Hör zu, ich würde dich niemals als verrückt bezeichnen. Vielleicht als völlig bescheuert und unreif und nervtötend und obszön und pervers, aber nicht verrückt. Danke. Kommt mit rein, ich zeig euch die Beweise. Am Wochenende war ich zu Besuch bei meinem Cousin auf dem Land. Ich habe jede Menge Fotos gemacht. Das ist das Landhaus in der Nähe eines großen, düsteren Waldes. Hier, das sind ich und mein Cousin Bud. Das ist sein Hund Obelix. Das bin ich, wie ich Obelix streichel. Das ist ein Kackhaufen von Obelix. Das ist Bud, der in die Kacke getreten ist. Hier bin ich, wie ich darüber lache, dass er in Kacke getreten ist. Hier nochmal, wie ich ihn weiter auslache. Hier auch. Oh, und das ist mein Hintern. Das Bild habe ich dir ja schon geschickt. Ja. Und das ist ein wunderschöner Sonnenuntergang. Und das ist die Kacke im Sonnenuntergang. Und dann ist es dunkel geworden und es sind merkwürdige Dinge geschehen. Bud und ich haben gerade wie alle Jungs, die einen coolen Männerabend miteinander verbringen wollen, ein Duett auf unserem Kinderkassettenrekorder aufgenommen. Das ist so gut. Dann ist es passiert. Hier ist die Aufnahme. You make me happy when skies are gray. Oh, Obelix, jetzt halt die Fresse! Obelix hat die ganze Nacht lang gebellt und dann war da dieses Summen. Am nächsten Morgen sind wir rausgegangen und dann haben wir sie entdeckt. Fußabdrücke. Keine Ahnung, von wem oder was sie stammen, aber sie waren überall, den ganzen Waldrand entlang. Und auch sie sind in Kacke getreten. Das sind deine Beweise für die Existenz von Monstern? Ja, ich hab doch gesagt, es klingt verrückt. Oh, es klingt doch nicht verrückt. Doch, warte, doch, verrückt. Vielleicht ist es auch nur ein wildes Tier. Lassen wir die Fußabdrücke mal untersuchen. Ja, deinem kleinen Fifi wird es bald schon viel besser gehen. Einfach jeden Tag eine von diesen Tabletten geben. Versteck sie am besten in einem Würstchen, dann merkt er es gar nicht. Okay. Der nächste, bitte. Herr Doktor, wir haben Bilder mit Fußabdrücken. Können Sie uns sagen, von wem oder was sie sind? Sehr ungewöhnlich. Es ist definitiv nicht menschlich. Ich kann es aber auch keinem Tier zuordnen. Auf jeden Fall sind es Klauenabdrücke. Klauenabdrücke? Sie haben grauenhafte Klauen als Füße. Verschwinden Sie von meinem Fenster. Oh, warte, jetzt kommt was Geiles. Sie haben grauenhafte Klauen als Füße. Verschwinden Sie von meinem Fenster. It's the sound of the police. Na schön, dann lassen wir die Bilder. Mir fehlen bei sowas einfach nur die Worte, ey. Was soll man dazu noch sagen? Außer, dass es einfach nur geil ist. Von dem Computer analysieren. Fußabdruck wird analysiert. Breite der linken Klaue in Verbindung mit Tiefe des Fußabdrucks im Boden. Berechne Ergebnis. Tja, da habt ihr es. Laut diesen Berechnungen handelt es sich eindeutig um ein Schneehuhn, das 32 Meter groß ist. Das habe ich mir fast gedacht. Da stimmt irgendwas nicht. Hier, lassen Sie die auch analysieren. In Ordnung. Objekt wird analysiert. Kunststoffgehäuse enthält Magnettonspur, Wellenspektrum erkannt. Berechne Ergebnis. Audiokassette. Wir wissen, was es ist. Was sind da für Geräusche drauf? Woher soll ich das wissen? Ich habe kein Kassettenlaufwerk. Wo sind wir? In den 80ern? Klingeling, hallo, jemand zu Hause? Will nicht mal jemand ans Drehscheibentelefon gehen? Oh, der Computer hat eine Fehlfunktion. Ihr geht jetzt besser. Michael Jackson ist ja so cool. Doktor, kaufen Sie mir eine Kugel Eis für 10 Pfennig? Das hat ja rein gar nichts gebracht. Doch, wir wissen jetzt, dass es kein bekanntes Tier ist. Oder wirklich ein Riesenschneehuhn. Wird Zeit, dass wir jemanden fragen, der besser ist als jeder Doktor oder Wissenschaftler. Das Internet. Seid ihr bereit? Ja. Dann drücke ich jetzt die Taste für das Internet. Wow, das Internet! Das Internet! Zeig dir die Welt, was immer du suchst, was immer dir gefällt. Es ist im Internet, es ist im Internet. Das war der Login-Screen, jetzt sind wir im Internet. Such nach außerirdische Monster, Summen, Klauen im Wald, Nacht, Japan. Da gibt es... Ja, ja, natürlich. Stellt euch erstmal vor, wie es wäre, wenn jedes Mal... Wenn du das Internet anmachst, kommt dieses Intro.
an diese Suche. Scheiße, weiter, ey. Ein Eintrag. Such nach gigantischer Hintern im Wald, nach Japan. Ich hab das Gefühl, ich weiß genau, wessen Hintern ich bin. Auf dieser Website steht nur völlig wirres Zeug über UFOs und Außerirdische und Keksrezepte. Wer hat diese Seite gemacht? Deal with it! Deal with it! Meister Fuzzi. Ich geb's auf. Mein Cousin und ich werden so verrückte Spinner wie der werden. Vielleicht ist das Irrenhaus ja gar nicht so schlecht. Weißt du was? Ich denke, wir sollten deinen Cousin selbst mal kennenlernen. Okay, ich schreib dir mal eine Nachricht. Chicken Bro, kann ich dich callen? Oh, Shizzle Dude, call mich now. Wundert euch nicht über seine Art zu schreiben, ihr wisst schon, geil. Leute vom Land. Okay, dann starte ich jetzt eine Videokonferenz mit ihm. Ach, ist doch schön, wieder dein gesundes Land lächeln zu sehen, Bud. Das sind meine guten Freunde Waka und Chao. Oh, der Chao. Ja, ganz genau, der Chao. Ja, das ist der Wu. Der Hey, wovon redet ihr? Pass auf, Bud, erzähl ihn mal. Du weißt schon, von der mysteriösen Sache, die wir gesehen haben. Es hat eine ganze Zucchini aus unserem Garten komplett in seinem... Nein, die Sache meine ich nicht. Ich rede von den Fußspuren. Ja, die Fußspuren. Sicher. Sie kommen immer näher ans Haus, je weniger der Mond nachts scheint. Langsam habe ich Schiss, dass diese Viecher mich umbringen wollen. Was ist passiert? Muss eine Störung sein. Ich schreibe ihm sofort. Digga Bro, was passiert? Digga Bro! Dein Tongue ist dead, Bro. Slash, shitty, shitty, bang, bang. Seine Leitung wurde gekappt. Das waren bestimmt die Außerirdischen. Schreib ihm, dass er zur Polizei gehen soll. Call the police, Broseph Stalin. Es war alles nur ein Scherz. Kommt mich doch mal mit den Beweisen besuchen, dann klären wir alles. Ha, 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 Bro. Ich mag Sauerstoff atmen. Das klingt sehr merkwürdig. Ich mag auch Sauerstoff atmen. Ist nicht dein Ernst? Ich auch. Wir werden uns super verstehen. Komm, wir fahren ihn besuchen. Ja, Sauerstoff. Lass uns einen Roadtrip machen. Ja, wir können mit meinem Roller fahren. Oh, kann man da denn zu dritt drauf sitzen? Oh, natürlich nicht. Aber ich hab diesen kleinen Anhänger. Okay, alles bereit für den Roadtrip? Proviant, Kiste? Check. Musik? Check. Reisespiele? Check. Reserverad? Check. Extra Benzinkanister? Check. Partyhorn? Check. Hey, ist das alles, was du tragen musst? Oh nein, ich trag natürlich auch noch eine ziemlich schwere große Sache. In meiner Hose! Ich trage die allerschwerste Sache. Die Verantwortung. Ja. Also, wie lange brauchen wir, um zu deinem Cousin zu fahren? Ja, höchstens 9 Stunden. Ein Katzensprung. Ein Katzensprung. Geile Stunden später. Der arme Ciao. Es ist eigenartig ruhig hier. Hey Bart, hey Bro, Obi-Wan Kenobi, ich bin's. Bro, Obi-Wan Kenobi ist geil. Ich hab hohes Fieber bekommen, mir geht's nicht so gut. Vertreibt euch doch ein bisschen die Zeit, nachher geht's mir bestimmt besser. Alles klar, Wolfgang Amadeus, Bro, zart, gute Besserung. Kommt mit, ich zeig euch, was es hier alles gibt. Hundekacke, Pferdekacke, Ziegenkacke, Kuhkacke. Ja, das war's auch schon. Willkommen auf dem Land. Wo sind denn die Tiere dazu? Und wo ist der Hund? Vielleicht in deinem Häuschen. Hey Bro, hey Obelix, hey Brobelix. Alter Junge, wo bist du? Obelix, Obelix. Brobelix. Folgen wir doch einfach diesen Hundetatzenabdrücken. Obelix, Obelix, komm her. Klauenabdrücke und Blut. Die Monster müssen ihn erwischt haben. Verdammte Schneehühner. Leute, wir sind ganz schön nah am Waldrand. Und die Sonne geht bald unter. Sie kommen immer nachts. Hey, was ist das für ein Geräusch? Es ist das Summen. Schnell zurück zum Haus. Hey, Bart. Hey, Broker Hunters, wo bist du? Broker Hunters. Ja. Ich bin hier, Brobocop. Sorry, ich bin total krank. Warte, ich glaube, die Monster haben Obelix gefressen. Wir haben Blut gefunden. Oh, kein Grund zur Sorge. Obelix ist läufig. Obelix ist ein Mädchen, das auf Partnersuche ist. Ich sehe, ihr habt die Beweise mitgebracht. Ja, hier sind die Fotos drauf. Und hier ist die Aufnahme. Und hier ist ein Partyhorn. Sag's alles hier, wir sprechen dann morgen. Kannst in meinem Zimmer schlafen. Aber wir haben draußen das Summen gehört, was wenn die Monster herkommen, jetzt wo Obelix weg ist. Vielleicht war alles nur ein Missverständnis und sie wollen Freundschaft schließen. Ich bin müde, wir reden morgen. Okay, gute Nacht, Marilyn Monroe. Beste Kuh ever. Sicht. Ich kann gar nicht sehen. Es gibt kein Mondlicht. Bart hat doch gesagt, sie kommen immer näher ans Haus, je weniger der Mond scheint. Und wenn er heute Nacht gar nicht scheint, dann... Ah, das Summen! Oh, mein Handy. Meine Okasan hat mir ein lustiges Bild geschickt. Eine dicke Katze, die unzufrieden kommt. So was habe ich wirklich noch gar nicht.
nicht gesehen. Warum seid ihr so gelassen? Dein Cousin ist auf einmal krank, der Hund ist weg. Ich finde das Ganze echt merkwürdig. Vielleicht war alles wirklich nur ein Missverständnis. Alles andere klingt doch verrückt. Oh nein, also schon, wirklich, das ist also doch nicht verrückt. Vollkommen verrückt, absolut. Ich weiß nicht, ob ich heute Nacht überhaupt schlafen kann. Dann lass uns die Nacht durchmachen. Ja, Bud hat immer ein paar Bauern-Energy-Drinks in seinem Zimmer. Hier, Red Gull. Ja, Red Gull. Oh, ich hätte jetzt auch Bock auf einen Red Gull. Kann mir das jemand per UPS-Drohne schicken oder so? Ein Red Gull. Na dann, Prost. Yeah, 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 yeah. Wir sollten sie langsam mal trinken. Muss wach bleiben, will nicht von Monstern gefressen werden. Hört ihr das? Es ist das Summen. Von wo kommt es? Ich glaube, es ist unter uns. Sie sind im Haus. Bud ist unten. Wir müssen ihn retten. Seht ihr was? Es ist zu dunkel. Schnell schleichen wir runter. Die Stufen sind zu laut. Rutschen wir am Geländer runter. Wir müssen weg. Warum wollt ihr denn weg? Bleibt noch ein bisschen. Nein, die Monster sind hier. Komm schon, zur Not tragen wir dich. Es ist ein Außerirdischer. Was hast du mit Bud gemacht? Aber ich bin Bud und alles ist vollkommen normal, nicht wahr, Es? Ja, Bud, alles ist normal. No! Ich bin Wacke, ich mag Sauerstoff atmen. Sie wollt unsere Körper ersetzen. Ich bin Chow. Oh, der Chow, hä? Der Chow. Ja, wow, yeah. Hey, wovon redet ihr? Der Roller springt! Alter, ist das geil! der Joe, hä? Ja, genau der! Alter, dass die sogar das übernehmen, diese Aliens sind genial, Alter. Sie kommen immer näher! Wenn wir nur Mondlicht hätten! Der Mond reflektiert Sonnenlicht. Die Sterne sind viele kleine Sonnen. Wir müssen im Licht einfach nur berühren und reflektieren. Es, zieh deine Hose aus! Ich dachte schon, du fragst nie. Oh, dein Ass! Das war's wieder von den Japano-Schlampen. Wacke, Chow und Ass wollten einem Cousin auf dem Land helfen. Doch es war alles nur ein abgekartetes Spiel von fiesen außerirdischen Monstern, die ihre Körper einnehmen wollten. Liebe Kinder, damit das nicht in Wirklichkeit passiert, sollten wir alle Wälder abholzen und immer ohne Hose rumlaufen. Ja, sie schattert. Ja, sie schattert. Alter, einfach wieder zu legendär. Video liken. Kadi. Abonnieren und einfach nur lieben. Alter, ey, ich kann es nicht oft genug sagen. Ah, war das herrlich. Wirklich, einfach nur zu herrlich. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Na, das hoffe ich aber auch. Ah, Gary, du sollst mich doch nicht unterbrechen. Hä? Ab in die Ecke. Aber ab in die Ecke! Wie ich schon sagte, wenn dir das Video gefallen hat, dann klicke hier links auf Abonnieren. Und klick hier, wenn du Lust auf weitere Pokémon-Parodien hast.